Hallo und willkommen, heute testen wir mal Crash Bandicoot 3 Warped. Und so, wie gesagt, habe ich jetzt erstmal so ein paar kleine Grundtests vorgenommen, damit wir auch wissen, dass dieser Test fehlerfrei ist. Also quasi, dass wir nicht rausgeworfen werden. Ja, etc. Jetzt nehmen wir mal hier rein. Und hi. So. Oh, scheiße. Das ist ja eine Mine. Okay. Das sieht schon gut aus. Autsch. Oh! Scheiße. Checkpoint. Ja, böse gefahren. Na. Na ja, gut. Ach du Scheiße. Naja, voll Treffer gerade auf eine Crashbox. So. Ja. Ach du, liebes bisschen. Ich habe keinen Schutz gerade. Scheiße. Wie trickst ich die aus? Ich hab einen Sensor. Nein. Jetzt bin ich gerade vorsichtig da. Ja, es scheint geklappt zu haben. Und es hat geklappt. Checkpoint. Was haben wir denn da? Ja. So, ein Leben mehr. Erwischt. Viele Kisten sind denn schon zerstört. Okay, 44 von 92. Das heißt, hier müssen noch einige sein. Zerstört. Okay. Crashbox. Oh. Sollten wir lieber behalten. Zack. Ah! Okay. Okay, jetzt geht's wieder so weiter. Ein Checkpoint. Ja, aber ich habe eben ein bisschen Quicksaving benutzt. Also von daher werde ich Checkpoint mehr. Aber das letzte Mal im Game. Checkpoint, so wie man sieht. Gott. Scheiße. Okay, gut. Ja, wie bitte? Soll ich jetzt da bitte voran? Wie kann ich die Mine austricksen? Warte mal, die so runter. Und dann. Nein. Das war aber. Huli! Knapp.
gestört. Kommt man eh nicht durch. Schön an die Kisten, schön an die Kisten. Au, scheiße. Ah. Ist er? Okay. Lila Kristall. Mitgenommen. Ah, es waren alle 92. Super. So. Mitgenommen. Das haben wir schon. Müssen wir erstmal die Zelo vergehen lassen, hier den kleinen Tanz. So. Zeitmodus, okay. Egal, machen wir. Muss ja schließlich irgendwann ja auch mal gemacht werden. Ach, da geht's mit der Zeit los. Erstmal noch. So. Kann ich wenigstens zwei Treffer einstecken? Toll. Ich habe keinen Schutz. Tot. Wie so geil. Scheiße. Yeah. Au. Zeit. Da drin ist eine Zeitbox. Autsch. Scheiß drauf. So, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Autsch. Tot. Oh,
1:26:48. Okay. War jetzt aber auch die erste Bestzeit. Mal schauen, was denn noch kommt für eine Herausforderung. Ja, definitiv waren das jetzt. Ach du Scheiße. Ja, Eingang nochmal muss. Weil es zählt natürlich trotzdem auch für den Spielfortschritt, wenn wir das gewinnen. Da ist aber ziemlich wild. Genau. Naja, es ist ein Zeitrennen, was soll man sagen? Ei! Toll. Es crasht noch auf. Okay, ich habe kein Leben verloren. Tot. Ja, gut, dass es nicht so in Zeit drin ist. Ah! Echt mal, ich will das schaffen. Ich habe das erste schon geschafft. Komm, das zweite schaffen wir auch noch. Oh nein, nicht die Mine. Ah! Schneller! Okay. Scheiße, hi. Wie konnte das mich treffen? Alles klar. Nein, nicht hoch. Scheiße. Kostet mich zu viel Zeit. Und weg. Tot. Also echt mal. Irgendwie liegt Crash gerade die Minen. Nein! Echt mal. Wie lange werde ich denn noch hier hängen? Einmal. Nein! Nicht schon wieder. Was haltet ihr davon? Hashtag Mine. ja. Weil ich so voll an die Mine knalle. Hashtag Mine für Crash. Ach du Scheiße. Das war nicht vermeidbar. Sehe mich das gerade Zeit kostet. Ja. Links oder rechts? Starten wir nochmal neu, weil das ist ziemlich eine knappe Zeit. So, Sekundenschub. Au.
So, ab nach unten. Autsch. So. Autsch. Oh, Elektroschock für Crash. Ist sauer, ja. Okay, nochmal Quick Loan. Jawohl. Was war das denn? Otze! Was habe ich jetzt gemacht? Tempo zugelegt, oder was? Jetzt muss ich mich aber beeilen. Scheiß drauf. Ei. Elektroschock. Ah, nein, das kostet mich zu viel Zeit. Eieiei. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt schwierig. Doch kein Treffer. Hat man noch so geschafft. Super. Dank den dauernden Quick Loan. Sonst wäre das ätzende Jahre bestimmt. Weil man muss wirklich schnell sein. So. Zack. Sagen. So, okay. Hier gibt es auch noch was zu tun. Au! Toll. Jetzt kommt jemand anders rein. Oh. Für all die Kisten. Rodeo reiten hier oder was?
Oh. Sieht Sterne. Ein Treffer sollte ich nicht abbekommen. Scheiße. Ich muss springen. Tot. Tot. Oh, ich hätte oben rum gemusst. Oh, ich hatte nicht gequickt safe beim Checkpoint. Hier oben hätten wir zwar nur ein Crash-Leben gehabt bei den ersten. Aber was wichtiger ist, die... Oh Mann. Falsch gesprungen. Oh nein. Sieht schon wieder Stern. Eine Stolperei. Nein. Ich muss springen. Okay, Crashkiste mit. Boom. Bringen. Oh. Autsch. Egal. Tot. Nehme einmal dafür hin. Scheiße. Es ist nicht leicht, gerade alle Kisten zu kriegen, damit man was bekommt. Nein! Das Loch mag mich nicht. Warum um ein Haar schon wieder? Um ein Haar daneben. Na also. Autsch! Einen habe ich verfehlt. Autsch. Zwei getroffen, eine verfehlt. Schon wieder eine Checkpoint. Autsch! Eieiei. 31 von 31, das passt ja. Mitgenommen. Und weg. Super. So.
Voll Rollentausch. Der Zeitmodus. Großartig. Ei. Und habe ich übersprungen. Okay. Zeitrennen. So verringere ich den Zeitverbrauch. Autsch. Nein! Nicht oben rum. Da war eine Schutzkiste. Genommen. Okay. Bin ich einfach gut Zeit dazu. Oh, der kann sogar schneller rennen. Autsch. Autsch. Oh. Ich glaube, ich sollte es nochmal versuchen. Ah, verfeilt. Okay, Zeitrennen beginnt. Autsch. Voll daran. Autsch. Uff. Voll falsch gelandet. Au, was habe ich da getroffen? Voll daneben gibt's aber auch. Das Level muss anscheinend hier ziemlich schnell absorbiert werden für das Goldene. Ah! Voll drauf gesprungen. Okay, dafür muss ich mal ein bisschen langsamer werden. Egal.
offenbar die falsche Kiste gerade zerstört. Na, dafür muss ich auf das Sprungbrett landen. So, Zeit gewonnen. Autsch. Hätte ich wahrscheinlich. Okay, ich sollte mir die Dreierbox vielleicht noch mitgehen lassen. Da ein bisschen mehr Zeit. 31, 72. Okay, die Zeit steht gerade still. Bestzeit. Oh, ich bin schon längst über 30 Minuten. Oh, habe ich nicht bemerkt. Passiert. Was? Das ist jetzt wohl echt nicht, das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz, oder? 27, 80. Muss ich... Alter, nee. Das ist wohl... Nee, das ist... Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Egal, wenn man alles für die 100% machen möchte, dann macht man das ab dem auch. Das ist ja so beim normalen Gamer-Gefühl. Wenn man 100% machen möchte, dann macht man das auch. Das ist einfach. Hoppala. Ach, da stimmt, da kann ich nie durch. Ach ja. Gut, sollte euch das Video gefallen haben, also jetzt gerade hier das Testvideo, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wer noch kein Abonnent ist, der kann es einfach tun, indem er einfach den roten Button drückt, der bei meinem Kanal zu sehen ist. Und wenn er alle Benachrichtigungen bekommen möchte, dann soll er. Dann aktiviert er auch am besten die Glocke, die direkt erscheint, wenn man abonniert hat. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Bis dahin alles Gute, haut rein. Ja, ich packe euch noch zwei Videos in die Videobeschreibung und ciao, tschüss. Applaus.